Und los geht's. LOL, ist das geil. Ist das das? Allein schon diese Funktion feiere ich. Guck mal, jetzt hast du hier dein Hip-Pattern und hier dein ADS-Pattern. Alter Schwede. So ein Trainingsraum bei Fortnite, wow, wäre mega geil. An welches Spiel erinnern die vier weißen Striche? BBD. Und mich an COD. LOL. Krass, Mann. Alter, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Okay, zweiter Kreis. Geht echt schnell. Wir sind schon im Endspiel. Oh, Loot kommt raus. LOL, warte. Ja, Mann, in den Rücken geschossen und ihn noch erwischt. So, wir gucken ihn jetzt mal, looten ihn jetzt. Nur noch einer. Oh. Check one, check. Check one. Check, 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 check. Lol, 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 lol. Here we go. Nice. Reward items. Nice. An welches Spiel erinnern die vier weißen Striche? BBD. Und mich an COD, lol. Und Training. So, so schaut's aus. Und jetzt pass auf, das ist hier so geil gemacht. Also ich habe nur den Trainingsraum bis jetzt gesehen. Also mehr habe ich selber noch nicht gesehen. Stell dir vor, das war Fortnite. So. Frei zum Ausprobieren. Hier sind Längenangaben. 100 Meter, 10, 25, 50, 100, 500, 1000. Bis 1 Kilometer ganz hinten. Und hier könnt ihr jetzt Zielübungen machen. Ist das cool oder ist das cool an dich Munition? Ihr könnt gucken, auf welche Entfernung alles passt. Hier sind Aufsätze, ihr könnt Aufsätze dran machen. Und alle Waffen könnt ihr hier testen. Zum Beispiel die CX4 Storm. Mal einfach mal Licht an, wenn man hier drauf klickt, geht das Licht an. Genau. So, und jetzt haben wir hier einen Aufsatz drauf. Einfach nur anwählen, hier Red Dot. Dann habe ich das Red Dot Visier oben drauf. Ist das geil? Nachladen. Hier kann man Recoils testen. Pass auf, wir nehmen mal eine andere Waffe mit Automatikfeuer, zum Beispiel die AK-47 und hauen hier ein Halo-Sight drauf. Autofire ist drin. So, Hipfire. Machen wir testen mit einer Hipfire versus ADS, also Hip. Okay, ADS. Was soll ich machen? Flauschiges, moin Flauschiges. Und los geht's. LOL, ist das geil! Ist das das? Allein schon diese Funktion feiere ich. Guck mal, jetzt hast du hier dein Hip-Pattern und hier dein ADS-Pattern. Alter Schwede. Jetzt kann ich ADS-Pattern kompensieren. Machen wir eine Kompensation. Also, nachladen. Gamer-TV, moin Gamer. Pass auf. Ah, es zieht noch nach rechts und links, ey. Mega geil. Und so kann man die Waffen lernen. Also, so ein Trainingsraum bei Fortnite, wow, wäre mega geil. Sniper. Hauen wir mal ein 6-fach-Scope drauf und gehen hier auf die Range. Und jetzt können wir hier snipern. Sniper üben. Also, du kannst Quick-Snipern üben. Du kannst auch gezieltes Snipern üben. Body-Hits, 500-Meter-Treffer. Hier, nee, das sind 250, 500-Meter-Treffer. LOL, daneben geschossen. Nee, oder? Ah, der ist weg. Ah, okay, auch nochmal klicken zum Nachladen. Weg. Ja. Geiler Trainingsraum. Los geht's. Bin gespannt. Allererste Runde überhaupt. Nano, Nanu, Nana. Moin. Okay, 50er Lobby. Nice. Kein Flugzeug. LOL!
Ja, leite mal her. Welcome. Aha. Alles klar. Aber die Waffen sehen geil aus mit den LED-Effekten und so. Gut, ich würde sagen, wir sind schon in den Top 20. Easy going. Wie nice die Map ist. Ich hab noch gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Wie sieht die Map aus? Sieht man was auf der Karte? Nein. So, das sieht. Ah, hier. Meine Ausrüstung. Ich kann tragen Handschuhe, dann einen Helm, ein Torso, also ein Oberteil und Hosen. Und hier oben. Ja, irgendwas. Hier sieht man die Aufsätze der Waffen. Boosters, whatever. Und Grenades. Also 3 Granaten kann ich mitnehmen. Okay, 2. Kreis. Geht echt schnell. Wir sind schon im Endspiel. Oh, Loot kommt raus. Warte! Ja, Mann! In den Rücken geschossen und ihn noch erwischt. So, wir gucken ihn jetzt mal. Wir looten ihn jetzt. Lol, noch einer! Oh. Nice, what a game. Kreis, moin Kreis. Bronze schon. Nice. Holzliga schon mal verlassen. Okay, klar. 20 von 100. Ja, Leute, wenn wir so weitermachen, sind ruckzuck Gold. Und wie ist es? Ich spiele jetzt. Erste Runde war das jetzt. 5 Minuten aber. Lohnt sich oder eher nicht? Gib mir noch eine Stunde. Dann sage ich es dir. Spawn. Das ist die Lobby. Lol, das ist auch nicht schlecht. Nice. Okay, cool, hier kann man ein bisschen aimen üben. Ist auch nicht schlecht. Alter Schwedowski, geboren für das Game, glaube ich. Das ist mein Battle Royale. Easy Double. Ich weiß keine Muni mehr, wollen mich hatte. Lol, ein Deagle, das ist Deagle. Triple Kill. Lol. Geht los. Na, die oben kann man noch die Jumps üben. Das ist ganz nice gemacht, ja. Colosseum, nice. Guck mal, gucken, ob wir da hinkommen. Oh ja, wir können richtig gut fliegen, guck mal. Nice, und was gibt's hier jetzt Schönes? Wir gehen hier mittig runter. Lol. Oh, die Zone kommt. Lol. Ja, gucken Sie mal die Zone an, wie sie die aussieht. Ah. Und was passiert vor allem, wenn wir die Zone berühren? Cooles Geräusch mit der Zone. So, dann gehen wir mal durch die Zone durch. Mal gucken, was passiert. Wo ist mein Leben? Unten links, 100%. Nice Soundeffekt. Lol. Lololololol. 3% Leben verloren. Nice gemacht. Also in die Zone ist nice gemacht. Lol, das Schild! Habt ihr gesehen, wie schnell weggegangen, wie schnell das weggegangen ist? Scheiße. Waffenwechsel. Fuck! Mann, Alter, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
als das Kind. Ich hab was mitgebracht. Ein Stückchen Seif, das hab ich noch zu Haus. Alles Gute. Wir landen wieder bei Beam. Mein erster Eindruck von dem Spiel ist auf jeden Fall sehr positiv als Casual Game. Leicht reinzukommen, die Waffen so ein bisschen auf dem Niveau von einem Tencent Battle Royale, finde ich. Ja, das, genau, das ist ein super Vergleich zu Tencent Battle Royale. Ansonsten, ja, es kostet momentan 20 Euro, also es ist eine Alpha-Version. Und es ist mega fast-paced. Ich muss die Maus mal besser einstellen. Ich glaube, wenn das Ending passt, ich glaube, du kannst ja richtig viel Spaß haben. Und ich werde mir noch ein paar Details angucken, was genau diese Drohne zu bedeuten hat, was die macht und so ein paar kleine Dinge. Der Trainingsraum ist der Oberhammer. Also ich habe noch nie sowas Gutes gesehen wie dieser Trainingsraum hier oben. Bei keinem Battle Royale-Spiel. Das ist sehr, sehr geil. Und wie gesagt, das ist noch nicht mal die Beta, das ist die Alpha. Also da verspricht noch einiges bei rumzukommen. Und ich liebe diesen Skin hier. Der sieht immer richtig geil aus.